dem Social Web Breakfast zusammen mit der Julia Jung und dem Olaf Dierich von den Relaxa Hotels. Ihr wart heute hier und habt uns berichtet über eure zweijährigen Erfahrungen im Thema Social Media Marketing. Mögt ihr kurz mal zusammenfassen, was ihr uns mitgebracht habt? Olaf, vielleicht du zuerst, weil nicht, dass wir halt die Frau eigentlich im Vordergrund stellen sollten, aber weil es thematisch besser passt. Was sind eure Erfahrungen? Ja, die Erfahrungen sind ganz klar, dass das Persönliche zählt und dass wir nicht mit Angeboten unsere User überhäufen, dass wir ganz individuell auf jeden versuchen einzugehen und auch genau monitoren, was wer wünscht, um das auch in den Hotels entsprechend umzusetzen. Das persönliche Eingehen, das hatte ich vorhin rausgehört, richtet sich ja speziell auch in Richtung der Bewertungsportale, dass man da wirklich persönlich drauf antwortet. Ist das richtig? Genau. Also es macht sehr viel aus, ob man eine automatisierte E-Mail schickt oder persönlich antwortet. Um eine Bewertung zu generieren, ist es immer besser, persönlich zu schreiben, um auch darauf einzugehen, was der Gast eventuell vor Ort geäußert hat, damit er sich persönlich gut aufgehoben fühlt und weiß, man kümmert sich um sein Problem und hat es erkannt und arbeitet eben darauf hin, das zu verbessern. Julia, du bist zuständig für das Social Media Marketing bei den Relaxa Hotels. Was ist so die Zusammenfassung zu dem Rückblick? Zusammenfassung auch persönlich bleiben, nicht alles einfach nur kopflos mitmachen und nutzen, also nicht auf jeden Kanal eingehen, sondern gucken, was ist das Statement, was Relaxa aussagen möchte und wo hole ich den Gast in welcher Phase seiner Reisebuchung etc. pp. Ab. Also sozusagen Facebook individuell einfach die einzelnen Hotels pushen wir jetzt viel mehr als die Markenseite. Wir betreuen unsere eigene Webseite, auch da die einzelnen Hotels ihre Texte schreiben lassen, also wirklich aus den Hotels heraus viel mehr zu holen. Wenn ich Portale bediene, rufe ich lieber in den Hotels an und sage, Mensch, schickt mir doch mal was, ich verarbeite das gern für euch. Aber nicht, dass ich von oben herab irgendwas sage, was gar nicht passt, weil es muss für den Gästen passen, die in den einzelnen Hotels sind. Du hast vorhin angeführt, dass du dich sehr stark natürlich auch an der Customer Journey orientierst, dass du sagst, dass es da unterschiedliche Dienste gibt, die ich bespielen muss entlang dem Buchungs- und halt auch dem Aufenthaltsverhalten meiner Kunden. Magst du da kurz drauf eingehen? Genau, also wir wissen ja, es gibt irgendwo eine Inspirationsphase, da sucht der Gast erstmal relativ wahllos nach Bildern, nach Videos. Da weiß ich dann einfach als im Online-Marketing, okay, dann gehe ich auf die Portale mit schönen Bildern aus unseren Destinationen. Wir haben 10 Hotels an 10 unterschiedlichen Orten. Dann bespiele ich die eben damit, nicht mit Zimmerbildern bei Flickr, sondern eben mit schönen Bildern oder mit schönen Videos. Wenn der Gast weiß, dass er zum Beispiel nach Hamburg fahren möchte, dann kommt da die Informationsphase. Das heißt, unsere Webseite muss stehen mit den wichtigsten Infos, das muss klar und deutlich sein. Vielleicht auch auf der Facebook-Seite mal wichtige Infos bringen, also ihn da abzuholen. Dann weiß ich, der Gast ist vor Ort, da hat er meist irgendwie sein Smartphone vor Ort mit und guckt irgendwie, was ist in der Nähe. Auch da kann Relaxa ganz viel machen, dadurch, dass man Check-in-Dienste nutzt, dass man Tipps einfach mal gibt, also nicht immer nur auf Verkauf ausgeht, sondern sagt, schön, dass du hier bist, Mensch, den schönsten Blick an der Alster hast du dort und dort zum Beispiel. Vorher noch die Buchungsphase, vor der Aufenthaltsphase natürlich. Auch da sind wir ganz stark dabei, dass wir die ganzen Buchungsportale perfekt einfach ausfüllen. Also da wirklich uns bestmöglich buchbar zu machen, auch wenn wir den Gast natürlich auf die Webseite bringen wollen zum Buchen. Aber das ist ein Teil dessen. Und danach natürlich das ganze Thema, wenn der Gast vor Ort war, geht er in die Bewertungsportale, geht nochmal zu Facebook, wird dann vielleicht nochmal Fan, schreibt, wie schön es war, auch da einfach dabei zu sein, Bewertung zu generieren über eine Post-Day-Mail, über nochmal ein persönliches Anschreiben einfach, um auch das natürlich bestmöglich abzuholen. Denn die Bewertungen sind natürlich für uns elementar wichtig. Man hört es ja schon, ihr macht sehr viel, ihr bedient schon den weiten Blumenstrauß der verschiedenen Social-Media-Dienste. Und das war ja ein bisschen die Fragestellung, mit der ihr hergekommen seid, weil kann man dies stärker verzahnen mit den Prozessen, mit den Online-Marketing-Prozessen und wie kann man dem halt besser handhabbar werden, weil ihr macht es sehr fürsorglich sozusagen, die Bedienung dieser Kanäle, und das ist dann oftmals natürlich manuell. Was ist da heute in der Diskussion rausgekommen? Genau, die Frage war ja wirklich, wie effizient ist nachher so dieser ganze Blumenstrauß am Ende? Wir haben festgestellt, es braucht irgendwo ja ein zentrales Medium, wo alle Portale nochmal drauf sind, wo wir sagen, wenn ihr Facebook-Fan werdet, dann erwartet euch das, wenn ihr uns bei Twitter folgt, dann das etc. pp. Uns wurde jetzt nochmal klarer, was auch geplant ist. Wir planen gerade einen Relaxa-Blog, dass dieser so das alles zusammenfassen soll und wirklich nochmal das Hub aller Sachen wird, dass man alles wiederfindet und von dort aus natürlich auch nochmal kommuniziert, was wir alles haben. Und hast du noch was dazu?
Das Persönliche darf aber nicht verloren gehen. Nein, das ist das ganz Wichtige dabei, dass immer jemand persönlich kommentiert, dass man auch weiß, wer das ist, dass auch Namen genannt werden. Und auf dem Blog müssen wir halt schauen, dass wir dort auch persönlich in Erscheinung treten, das heißt mit dem Bild, mit dem Namen, dass die Leute immer wissen, wer dort postet und wer ist mein Ansprechpartner letztendlich. Oder eben auch dann dort auf die Ansprechpartner in die Häuser verweisen und die Ansprechpartner in den Häusern darauf aufmerksam machen, dass sich vielleicht jemand melden kann. Aber es ist immer wichtig, dass da eine Person hintersteht und kein Unternehmen, keine Agentur oder ähnliches, sondern wirklich jemand, der greifbar ist. Wie haltet ihr das mit Automatisierungsmöglichkeiten zur Bedienung der Kanäle? Ungern, also gerade sowas wie, ich poste eine Nachricht und die erscheint automatisch auf allen Portalen, geht nicht, weil die Sprache in jedem Portal ist anders und die versuchen wir auch so beizubehalten. Klar, eine Nachricht wird manchmal auf verschiedenen Portalen verwendet, aber eher ja, bei Google Plus siezen wir und versuchen eher so ein bisschen anders zu sprechen als bei Facebook, wo auch mal ein Cool vielleicht steht oder so. Was man machen kann, dass ich zum Beispiel eine Aktion plane, dass ich sage, okay, ich weiß, morgen früh um 9 möchte ich gerne, dass der Facebook-Post rausgeht. Ich habe jetzt die Idee, ich mache jetzt heute Abend nochmal schnell alles fertig und lasse das dann morgen um 9 posten, weil das eben möglich ist. Das auch schon mal in begrenztem Maße, aber auf keinen Fall einmal klicken und auf alle Portale mit einer Sprache. Das kommt nicht gut an und ist nicht authentisch. Prima, vielen Dank für das Teilen eurer Erfahrungen und ja, das tolle Frühstück. Sehr gerne. Yeah!